Jetzt kommt Löwe, ja? Löwe, was ist bei dir in der Partnerschaft los? Jetzt möchte das Universum uns mitteilen für Löwe, Partnerschaft, wie geht es weiter? Partnerschaft. Löwe. Aha, Rückzug, Löwe. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Also hier gibst du eine Gruppe, gibst Chance, eine zweite Chance am Ex-Partner, Ex-Partnerin, ein zweites Mal. Oder jemand auf ein vergangenes Leben, Seelenpartner, kommt in diesem Leben noch in dein Leben. Versteht ihr? Zwei Gruppen, ja? Was ist bei dir los? Du bist im Rückzug, ja? Du bist am Reflektieren, Leute, über dein Leben, so wie es verlaufen ist, was kommt, was ist da? Freundschaften der Vergangenheit. Löwe, es geht um dich, Gegenwart, Präsenz, ja, Präsent und Zukunft. Was ist da los? Ja, Verliebtheit und Frühling. Wow, eine Zeitkarte, ja? Löwe, sind bei Löwe. Frühling, Verliebtheit, wow. Nächster Frühling kommt jemand aus deiner Vergangenheit erneut in dein Leben. Ja, also für eine Gruppe ist wirklich der Ex-Partner, Ex-Partnerin. Ja, man versöhnt sich. Ja, jetzt haben wir Herbst. Das wird eine Geschichte laufen bis mehrere Monate, ne? Bis der nächste Frühling 2025. Ja, Löwe. Was ist da los? Freundschaft. Beginnt mit einer Freundschaft, wenn jemand Neues ist. Man kennt sich, ja, und das wird Liebe. Das ist wirklich diese Lebenspartner, also dieser Seelenpartner, die in deinem Leben kommt, beginnt mit einer Freundschaft. Ja, wow. Da wird mehr daraus. Erfolg mit diesem jemand. Ja. Stern. Ja, Klarheit, ja. Man wird klar über seine Gefühle zu dir. Und du zu ihm, also vice versa, ja. Hoffnung, man hat Hoffnung miteinander. Ja. Schicksal. Alles ist Schicksal in Sache Liebe bei dir. Ja. 36. Schicksal. Ja, alles war Karma-Prüfungen bei dir, ja, in Sache Liebe. Auch mit Vergangenes zu tun, vergangenes Lebens zu tun. Schau mal das an. Nummer 5. Baum, Leben, Vitalität. Ihr werdet einander so gut tun, füreinander da sein. Eine gute, richtige, gute Partnerschaft. Aufeinander achten, ja. Lebensendpartner. Wow, Löwe, wirklich, es ist so, ich spüre das. Ja. Das ist wunder, 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 wunderschön. Ja. Wow. Wunderschön. Was ist noch für Schattenthemen oder ist so ein Heilungsprozess oder? Er ist eine positive Karte, Gnadekarte, Glückskarte, Löwe. Ich liebe diese Karte, wenn es um Partnerschaft geht. Die sagen genau, wo der Ding ist. Was ist da, Löwe? Löwe, nachher kommt die Jungfrau, ja? Was ist da, Löwe?
Abwehrhaltung ist ein Problem der Vergangenheit. Das sind Schattenthemen, sage ich immer. Ja? Mhm. Kontrolle ist ein Problem. Noch eine, ich möchte noch eine. Der Impuls, noch eine zu. Aha. Und Unersättlichkeit ist ein Problem. Also jetzt weißt du, ja, die Probleme, Schattenthemen bei dir, Löwe. Ja, Problem, Problem, Problem. Das weißt du, ja. Und das musst du angehen, okay? Dass nicht zum Teil dieser Partnerschaft, wo kommt, ein Problem wird, ja? Das ist so. Man verbessert sich in dem, ja? Mhm. Jetzt möchte ich eine Karte für dich auf Seelenebene. Was ist bei dir noch? Was schlundert da? Was schlundert da? Löwe, wir sind bei Löwe. Was ist noch, Löwe? Mhm. Ja, du bist erschöpft. Wegen dieser Vergangenheit, ja. Das hat dich viel Energie gekostet. Und es war schnell Blitz, es war schnell fertig. Alles, was du investiert hast, man investiert auf eine Art, es muss nicht mal finanzielle Natur sein, man investiert Zeit, Energie, man investiert Kraft in eine Partnerschaft. Es ist nicht ohne. Ja? Und dann plötzlich alles einfach so, weil der Partner oder die Partnerin einfach jemand anders gesucht hat oder egal welche Entscheidung, welcher Grund gewesen ist. Ja? Noch eine. Mhm. Intensität. Ja, man hat so vieles investiert. Und Unersättlichkeit ist ein Problem. Ja? Das kann dich repräsentieren oder deinen Ex-Partner. Ja? Das ist alles Schattenthemen von der Vergangenheit, was ich hier rede. Ja? Ja, noch eine bitte. Löwe. Aber schau mal, nachher, wenn du hier das alles geregelt hast, ja, einen Heilungsprozess hinter dir hast, abgeschlossen hast, dann kommt Erfolg. Und das ist eben dieser jemanden, ja? Aber dieser Rückzug, das tut dir gut. Weil schau mal, letzte Karte, du bist im Wandel. Ich lasse hier so. Du bist im Wandel, ja? Du bist in einen Zyklus gekommen, Löwe, dass du im Wandel bist. Damit du Erfolg hast in Sache Liebe, Partnerschaft. Ja? Wir reden hier von Partnerschaft. Wow, ist das nicht schön? Ja? Aber du hast viel Hausaufgabe zu machen, Löwe. Das ist nicht ohne. Ja? Viel Hausaufgabe zu machen, viel Baustelle, verschiedene Baustelle. Löwe. Nachher kommt die Jungfrau, ja? So, zwei Karten bitte. Ich habe das Bedürfnis, zwei Karten so. Ein neuen Traurigkeit, ein Ende. Oh, ja, nicht einfach. Ein neuen Anfang. Wow. Schau mal das an. Ein Neuanfang, Erfolg. Noch eine Karte. Harmonie, Glück, Erfüllung, Erfolg, Erfüllung, ein neues Anfang. Wow, was für eine Karte hier. Botschaft, die zu dir kommt, Löwe. Was für eine Botschaft. Schau mal die letzte Karte, Heilung. Du bist ein Heilungsprozess, das bestätigt mir, Löwe. Also, siehst du, wie die Karten miteinander schmelzen, wie Pizza. Ja,
Und für das ist wichtig, dass wir hier auf die Karten schauen. Und dieser Prozess, wie lange geht das? Das alles wird kommen. Löwe, eine Zeitkarte. Löwe, wir sind bei Löwe. Eine Zeitkarte für dich in diese Angelegenheit. Diese Prozedere, dieser Prozess. Für Löwe eine Zeitkarte, bitte. Eine Zeit, ja, die ist gekommen. Zwillinge. Wow. Suche den Austausch. 3 Wochen und 3 Monate. Okay, es ist eine Zeitkarte. Es wird nicht auf alle zustimmen, aber gewisse Gruppe wird es doch stimmen. Ja? Ich bitte da, wenn etwas ist, wenn die Botschaft sich erfüllt hat, bitte Feedbacks geben unter meinem Video. Das ist für mich sehr wichtig, ja? Ob das angekommen ist, wer das da es das richtig erlebt hat, was ich hier da alles sage. Ja? Löwe, ich möchte noch eine Karte für Löwe. Ja? Eine Liebesbotschaft für Zukunft. Löwe. Nachher kommt die Jungfrau. Oh mein Gott. Siehst du? Bitte. Die Antwort lautet nein. Bitte geh da raus. Das hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Erschöpfung, Intensität, Blitz. Bitte, nein. Für immer dieses neue Seelenpartner. Schau mal das an. Seelenpartner, Löwe. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Ja? Und für immer. Ihr seid bei der Ewigkeit gesegnet. Oh, ist das nicht schön? Ja? Nein, bitte, raus damit. Du bist im Wandel. Ja? Wunderschöne hier. Wunderschön. Schau mal, letzte Karte. Ja, Seelenpartner. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Oh, ist das nicht schön, Löwe? Alles Gute. Bye.